Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Wing. Wie letztes Mal schon versprochen, fangen wir jetzt mit dem waffenspezifischen Teil an. Und dafür haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben mich nach Nevada begeben, genauer gesagt auf die Air Force Base Nellis, um euch den Waffeneinsatz im Air-to-Ground unter den bestmöglichsten Bedingungen zu zeigen und zu erklären. Wir fangen heute an mit dem Arkan Gunpod. Ich werde euch den gleich mal zeigen. Hier, das ist der Arkan Gunpod auf Station 1 und 2, 2 und 6, sorry. Pro Pod habe ich 150 Schuss. Und der wirft keine Patronen aus, auch er wirft schon Patronen aus, aber die sammeln sich im Pod selbst, also Umweltschutz 100%. Gut, was hat er für ein Kaliber? 30 mm, ist aber nur für leichte Ziele, also Infanterie, LKWs und so weiter und so fort. Leicht gepanzerte Ziele vielleicht, wenn man sie gut trifft, ja, aber eher nicht dafür gedacht. Gut, was brauchen wir alles für den Arkan Gunpod? Da brauchen wir nicht viel. Wir müssen vor dem Angriff den Master Mode Schalter auf ENF schalten. Aber erst bevor wir angreifen, dann hier den Waffenauswahlschalter auf Attack. Hier auf Attack, also eins weiter ist die ER auf Attack. Hier bei dem Spacing brauchen wir gar nichts und hier brauchen wir auch nichts einstellen. Einfach nur auf Attack. Gut, wir arbeiten aber heute gleich mit dem Pop-Up Point. Den werden wir dann gleich einprogrammieren. Ich gehe jetzt mal kurz auf die F10-Karte. So, gut, wir haben unser Ziel hier auf 63 Bravo. Das ist so eine Test Range. Das sind ein paar Ziele für Raketen und für Gun-Angriffe. Jetzt brauche ich meine Wegpunkte. So, Wegpunkte. Wir fliegen jetzt raus auf Nav Point Flex, dann Nav Point Strip und dann über Nav Point Nixon wollen wir angreifen. Aber ich habe hier noch keinen Nav Point Nixon eingegeben. Ich möchte mir den als Pop-Up Point machen. Wie programmiere ich jetzt einen Pop-Up Point? Es ist ganz einfach. Ich brauche jetzt einfach nur die Entfernung und die Grad vom Pop-Up Point zum Ziel. Das heißt, geh mal hier aufs Lineal. Der Pop-Up Point Nix ist irgendwo hier, glaube ich. Hier ist der, glaube ich. Ja, hier. Ist 20 Grad und 10 Kilometer, 10,5 Kilometer, machen wir 10 Kilometer. Also 20 Grad und 10 Kilometer. Dann komme ich da ganz genau raus. Gut, dann gehen wir zurück in die Maschine. Wie gebe ich jetzt einen Pop-Up Point ein? Das heißt, ich muss natürlich auf Takt. Auf Takt. Hier habe ich, wenn ich auf Takt gehe und hier auf Out habe ich, sehe ich hier 1,1, das ist Station 2 und 6. Die sind alle beide belegt. Hier 0,0, die sind nicht belegt. Gut, jetzt muss ich mal auf In. Das erste, was ich brauche, ist mal auf Wegpunkt 3, brauche ich jetzt mal einen Target Point. Das haben wir schon gelernt. Einfach hier In 9. Und auf den Wegpunkt klicken. Jetzt wieder raus. So, jetzt, wenn ich jetzt hier B3 drücke, seht ihr, habe ich jetzt hier M3. Das heißt, es ist ein Target Point. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt will ich aber hier meinen Pop-Up Point machen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück auf In, Takt. Und dann gebe ich zuerst in den ersten drei Digits, gebe ich ein die Grad. Und dann die Entfernung. Das heißt, wir haben 20 Grad. Ich muss eingeben 0,2,3.
0, also für 20 Grad, und 10 für die Entfernung. Also hier passiert es nicht mit 100, sondern das sind einfach nur die, also wenn ich jetzt 9 eingebe, muss ich jetzt, also 9 Kilometer haben will, ist 0,9. Hier ist, das ist so, also die letzte 0 wird hier nicht gezählt. Und was mache ich dann, wenn ich das jetzt eingegeben habe? Ich drücke nochmal P3. Und fertig. Und somit, wenn ich jetzt rausgehe, hat mein Wegpunkt 3 jetzt ein U3. U3 heißt Pop-up Point. Okay, aber das sehen wir uns jetzt gleich dann in der Praxis an. Was wir dann natürlich noch brauchen für das Target ist, wir brauchen von Wegpunkt 3 den QFI. Das ist der hier, 902.1. Und das Wichtigste überhaupt, den Waffenschalter, den Trigger. Und zwar Trigger hier bei der Wiggen, ich habe nur einen einzigen Trigger. Und das ist der hier, Weapon Release. Hier gibt es keinen Gun oder sonstigen was Schalter, so wie bei manchen Gun- und Bombenschalter, so wie bei manchen Fliegern, sondern hier gibt es nur den Weapon Release Schalter. Aber dafür gibt es hier noch einen Trigger Safety Arm, also den Trigger auf scharf gestellt und den Trigger auf safe gestellt. Also ich muss, bevor ich den Trigger drücke, muss ich den auf Arm stellen und dann, wenn ich fertig bin mit dem Angriff, wieder auf safe. Und dann kann ich, also wenn ich zuerst auf Arm stelle, dann Trigger und dann wieder auf safe. Gut, passt. Dann würde ich sagen, ich werfe mich jetzt in die Lüfte und wir sehen uns dann ab Wegpunkt 2. Okay, so, jetzt sind wir in der Luft. Circa 15 Kilometer oder 13 Kilometer vor Wegpunkt 2. Jetzt machen wir die ganzen Einstellungen, das heißt, wir brauchen mal unseren QFI, der ist 902. Ja, auf Nellis oder auf Nevada hat es mit dem QFI mal ein bisschen was, aber das ist kein Problem. Gut, dann müssen wir den HUD Slave off ausschalten. Auf Attack sind wir. Und dann fliegen wir jetzt mal rein auf Wegpunkt 2. Ach ja, was ich vergessen habe, Trigger Unsafe ist das, wenn der Schalter hier vorne am Stick oben ist. Und Safe ist er, wenn er unten ist. Dann habe ich hier, das ist meine Symbolik, das muss ich dann aufs Ziel bringen. Und hier habe ich eine Timeline. Oder zumindest eine Range-Line, wann ich abdrücken kann. Aber das zeige ich euch jetzt eh in der Praxis. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich da U3. Jetzt fliege ich auf meinem Pop-Up-Point zu. Hoch noch. Also circa mit 3 hin. Zwar noch 30 Kilometer. So, hier ist richtig nice hier in Nevada. Schöne Karte. Und ganz gut zum Üben. Was jetzt natürlich noch ist, ne? Das HUD zeigt mir jetzt zu meinem Pop-Up-Point und der Indicator zeigt mir jetzt zu meinem Target-Point.
das hat funktioniert, ist über Radar. Über Radar wird das jetzt alles aufgefasst und dann wird das Radar gelockt und dann kriege ich eine Shoot, eine Shoot Queue. So, jetzt habe ich die Timeline. Wenn die Timeline jetzt bei den drei Strichen ankommt, dann kann ich poppen. Angriffsgeschwindigkeit ist ungefähr 0,8 Mach mit der Gun und ein Dive Angle von 7 Grad. Da drüben sind schon meine Ziele, sehe ich sie schon. Und jetzt springt er gleich um. Und M3, Pop-up, ENF. Reindrehen. Gucken, dass ich zu schnell werde. Masterarm. Safe. Masterarm Arm. Jetzt kommt die Timeline. Und ganz. Ah, es war ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu spät rausgelassen. Aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Und dann wieder Save, Nav und fertig. Wo ihr auch hier dann hin wollt, Wegpunkt eingeben. Und das war's dann auch schon. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag.